Liebe Hohenschnausenerinnen, liebe Hohenschnausener, wir sind heute wieder im Bürgerbüro mit dabei, die Berliner Woche. Die aktuelle Ausgabe immer vom Samstag. Und auf der Titelseite heißt es schon Unterstützung für Engagierte. In diesem Jahr gibt es 62.500 Euro sogenannte Feinmittel. Was heißt das? Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften. Sie und viele andere können bis zu 3.500 Euro für ein Einzelprojekt beantragen, wo man zum Beispiel etwas verschönern will, etwas, was der Allgemeinheit zugutekommt, ändern möchte. Also gerne einfach mal googeln und diese Mittel dann beantragen oder den Artikel lesen. Das lohnt sich. Dann haben wir auf Seite 2 eine schöne Entwicklung von den 8 City-Toiletten im Bezirk können jetzt, oder 8 Toiletten können jetzt entgeltfrei benutzt werden. Es sind ja doppelt so viele, die wir zum Glück im Bezirk haben. Dafür haben wir lange gekämpft. Wer dort noch seine Taler reingeworfen hat, das geht nicht mehr. Man muss mit einer EC-Karte ran, aber viele sind mittlerweile eben gar kostenfrei. Unser Ziel ist es, dass alle kostenfrei sind, aber eben auch sicher und sauber. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass wenn jeder Zugang hat, eben der ein oder andere vielleicht auf die Idee kommt, es nicht ganz so sauber zu hinterlassen. Also auch dazu gibt es einen Artikel. Dann gibt es oben ein großes Dankeschön an die Sachspenden der Feuersozietät Berlin-Brandenburg, die also Hunde- und Katzenfutter, Decken etc. im Wert von 3.000 Euro an das Tierheim gespendet hat. Tolle Sache, wirklich herzlichen Dank. Und wer das Tierheim mal besuchen will, einfach in Falkenberg mal vorbeischauen und oder gerne spenden. Das Tierheim hat es verdient. Dann haben wir noch auf einer der hinteren Seiten, nämlich Seite 7, die Erklärung zum Klimaschutz und zu diesem Klimavolksentscheid, der am 26. März ansteht. Also am nächsten Wochenende sind Sie eingeladen, wählen zu gehen. Und was ist zu entscheiden? Aktuell ist es so, dass die Berliner Politik sagt, bis 2040, 2045 werden wir klimaneutral. Die Klimavolksentscheid-Aktivisten sagen aber, das ist viel zu lange weg. Wir wollen schon, dass die Ziele 2030 eingehalten werden. Das ist zugegeben schwer umsetzbar. Sie wollen aber durch Gesetzesinitiative das beschleunigen. Dafür müsste das Land Berlin sehr, sehr viel Geld von der ein oder anderen Maßnahme jetzt abziehen und in die Klimaneutralität investieren. Das kann man wollen. Als jemand, der für Hohenschönhausen gewählt ist, sage ich Ihnen offen und ehrlich, das würde vieles verändern und sehr vieles auch komplizierter machen. Also ja, wir müssen mehr für Klimaneutralität machen und wir müssen auch deutlich schneller als 2040 fertig werden. Dafür tun wir auch alles. Aber zugleich können wir 2030, selbst wenn wir wollten, nicht erreichen. Und es würde Unsummen an Geld verschlingen. Deswegen sage ich immer, stimmen Sie mit einem wertschätzenden Nein bei diesem Klimavolksentscheid, weil es den Handlungsspielraum für Ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter größer macht. Und trotzdem wollen wir, dass ein Polizeirevier saniert wird, oder ein S75 ordentlich fährt und sich mehr Ärzte ansiedeln. Und diese Themen dürfen nicht in den Hintergrund drücken, sondern müssen gleichrangig gewertet werden. Deswegen also dieser kurze Appell. Hier in diesem Beitrag der Berliner Woche ist nochmal erklärt, was Sie wählen, wie Sie wählen, dass Sie wählen. Dafür alles Gute. Und ansonsten, wenn Sie mal ein Thema haben, sind Sie herzlich willkommen in unserem Bürgerbüro. Bis dahin, alles Gute, Ihr Danny Freimann.